Hallo Leute, da sind wir wieder zurück. Diesmal im Ferrari Challenge GT3, also Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Ja, ich habe jetzt schon mal ein paar, sag ich mal, Testrunden gedreht, beziehungsweise ein paar Trainingsrunden gedreht. Muss extrem auf die Xe achten hier, weil da gibt es echt zwei, drei Stellen, wo ich die regelmäßig sammle. Ich habe jetzt hier mal eine Topzeit von mir 2 Minuten 2, also es geht, wenn man hier oben guckt, 1,8, 4,5 und sowas. In die Farm ähnlich, aber hier auch 2, 2, 5, 1,4, 1,5, 2, 3, 1,0. Ja, aber mein Ziel ist eigentlich, diese C-Lizenz zu kriegen. Safety Rating her und alles. Und danach so das High Rating nach und nach hochzuarbeiten. Weiß nicht, ob jetzt die GT Challenge hier dafür das Sinnvollste ist, weil es heißt wohl, dass man sehr viel crasht oder dass hier sehr viel gecrasht wird, weil wirklich harte Fights drin sind. Ja, mal schauen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der Fall ist. Und denke ich auch wieder auf Splittern. Ja, ich bin ja noch in den untersten Splits. Mal schauen, wie es so kommt, wie es dann läuft. Und das eigentlich auch mal deaktivieren, wenn wir in Links sind eigentlich. Also die Flagge ist, glaube ich, immer. Aber naja, es ist ja gar nicht mal so schlecht, um eigentlich auch was zu sehen, aber sie ist halt jetzt die obersten zwei Positionen in dem Fall nicht. Naja, Rennen sollte um Viertel vor losgehen, also in 2 Minuten. Oh. Ja. Auch eine Fettsprengung, die gefahren wurde. Weiß ich leider nicht. Können wir vielleicht eine Runde von ihm angucken? Sind gerade auch ganz viele rausgegangen. Warum auch immer, weil mal man ja hier direkt ins Race joinen. Naja, aber wir sehen. Das haben wir zwei. Jetzt sind. Nehmen. Ah, ist das. 1 Minute noch, dann geht es da wieder wahrscheinlich in dieses wundervolle kurze Training. Danach Qualifying. Mal gucken, wo wir landen. Und danach ins Rennen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange das Rennen geht, ob wir einen Pitstop drin haben. Allein für mich, wenn du den schon Miata sagen, den MX5 gefahren, 3 Rennen. Naja, so, eigentlich müsste doch jetzt der Race-Button auftauchen. Gibt es? Wo ist es denn? Awesome Running. Ja, okay. Ah. Da gucken wir einmal kurz nicht hin. Bin mal gespannt, wie lange jetzt das Laden dauert, weil vorhin das Sim-Loading extrem lang gefühlt gebraucht hat. Mal. 40%. Aber schneller. Als ich immer rumklicke, da habe ich tatsächlich mein Stream Deck hängen. Da habe ich ja sowas wie TTR, ABS, Scheibenwischer, eine Sorry Mute Button. Jetzt mir zu viel labern, die Leute. Aber das hatte ich bisher noch keinem Voice Chat, obwohl der eigentlich
sein sollte. Vielleicht waren es auch noch keine Toxikern. Abwarten, wie es gleich kommt. Bild. Ich gleich ins Qualifying, weil die Trainingszeit schon überschritten ist durch Starten. Naja, wir hatten ja davor genug Practice, das ist ja nicht. Irgendwelche Minigames gefühlt mal in den Ladedialog packen, oder? Ah, 3 Minuten Practice, 8 Minuten Rennen, ach, nur 15 Minuten, okay, also Standard, Timelapse, ja, wir starten einfach gleich ins Qualifying, haben hier noch alles 1,3, 1,4 Fahrer mit B, C und D Lizenzen, die auch, oh, sogar eine mit einer 1, okay. Info. Ich glaube, ich muss das echt. Wir sind Nummer 9. Nee, 9, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Eigentlich sind das echt marginale Punktunterschiede, wenn überhaupt. So, check, check, und jetzt geht's. Qualifying. Da muss ich extrem aufpassen, überhaupt eine Zeit zu setzen. Also ich muss echt eine Safe-Runde fahren. So. Bitte nur bis dann. Ich bin mal gespannt, ob wir einen stehenden Start haben oder ob wir einen fahrenden Start dann haben. Genau, mit mir jetzt schon den ersten Off-Track. Ich will meine Reifen nochmal schon auf den, sag ich mal, der Runde, also nicht die ganzen Reifen überfahren. Das heißt aber, man soll nicht für 180 fahren. Versuchen wir uns mal dran zu halten. Ganz entspannt. Okay. Ja. Jetzt 2 Runden konzentrieren.
Oh, was rutscht der denn so? Hätte ich die Reifen doch stärker warm fahren sollen? Ah, nicht ganz perfekt rausgekommen. Bestzeit von mir tatsächlich. Sehr schön. Auch ganz schlecht rausgekommen diesmal aus dem Turn. Okay, nicht schlecht. 2, 2, 4, 5, 7. Oh. Jo. Irgendwie ist es echt glatt. Über den Track noch ein bisschen. Ja. Okay, P6 aktuell, also. Vorletzter. 1,8 Sekunden Gap. Vielleicht lasse ich hier auch noch viel Zeit liegen am Exit, weil dann auf Track. Wir starten mit einem Pulk, ich hoffe, das geht gut. Ich glaube, da werden 15 Minuten werden die alle Vollgas kämpfen. Ich krieg gerade geil eine Kurve, ey. Ich dachte auch gerade nicht auf meine Bremspunkte. Ja. Wenn ihr natürlich Tipps habt, was ich falsch mache, sagt es mir. Ich bin neu in iRacing in ACC. Ich schon. Ernsthaft, schon wieder noch. Hey! Ich glaube, diese Reifen habe ich sowas von gekocht. Kurz mit der restlichen Zeit hier im Qualifying noch. Ein paar Sekunden. Ich wette, hier liegt auch noch sehr viel Zeit. So. Starten von 19:08 von 19, okay.
Versuchen wir zu überleben, in den Top 10 zu bleiben. Oben hinweg. Ja, 4, 1, 14, 16, 15, 1 und 2. Nicht schlecht. Na, schön alle runterslauen. Ah, scheiße. Schlechter Start. Der hat einen guten Start hingelegt. Ja. Okay, da hat sich der erste gedreht. Ist ja nicht mit der Brechstange da durch. Aber ich denke, ich kann schneller wie er. Ah, naja. Uiuiui. Da war ein leichter Quersteher.
Okay, ja, vielleicht auch nicht schneller. Ist weit rausgekommen. Unnötiger Off-Track. Da ist er auch leicht in Drift gegangen. Vorne ziehen leicht weg. Ah, Kacke. Zweites X. Okay, hier kann ich. Muss ich wesentlich schneller durchkommen. Nein! Komm, er macht hier den größten Fehler und ich auch. Das kann doch nicht wahr sein. Gute 6. Yo, danke. Ja, Wagen ist hinüber. Toll. Ja. Das war's. Wagen hier. Zurückspulen hier. Ich hätte enger ziehen sollen. Boah. Ja, die haben. Viel Exe dafür gesammelt. Ja, ich werde noch 2 Minuten zurückgeholt. Dann kommt die Repair Time drauf. Ja. So, wer war jetzt, der das dann nicht rein ist? No, 14. 10x. Was haben wir hier gekriegt? Auftrag, ja, okay, das kann ich verstehen. Car-Contact, nicht meine Schuld. Weiter Car-Contact hier. Bam.
Ich bin verengert gefahren. Hat 10 Plätze verloren. Da ist er richtig weit gegangen. Ich dachte mir, okay, nichts denn vorbei. Hätte noch enger ziehen sollen. Ich bin da viel zu weit raus. Ne? Right? Nee. Ja, ich hab noch nicht das Alignment hier ist nicht wahr. Oh. Bringen wir es gleich vorbei. Ja. What are you doing? Oh my fucking god. Und Pit Service. Oh. Oh, wird voll getankt, der Eimer. Das ist einfach ärgerlich. Ich dachte echt, das lief gut. 10XL, das Rating Loss. Richtig ärgerlich. Überhaupt der Wagen repariert? Nehme das ja einfach als Training jetzt noch mit die restlichen Runden. Der hat auch einen richtig kaputten Ferrari. Also, das ist doch eine richtige Schlachtbank hier. Minus 74 Rating, dann kommt unter 1,3K. Kacke. Ja, das eine X macht jetzt auch nicht mehr weg. Ich habe von hinten gestartet, hätte ich jetzt die ganzen Alpha überholt, die sich abgeräumt haben. Ja, ärgerlich. Was werden wir machen?
War ein bisschen Pech einfach. Wäre ich ein Stück weiter rechts gewesen, er hätte mich nicht getroffen. Ein bisschen viel Sprit dabei. Ach, schön. Ich bin einfach so rumgefahren. Oh, ich habe mich wenigstens auf P14 fortgekämpft. Das heißt, ich verliere nur noch 35 Rating. Aber ein Safety Rating leidet trotzdem mit den 11x. Ich wäre direkt stehen geblieben, hätte ich nicht die 2 von Lost Control und sowas noch gehabt. Off-Track und allen Scheiß. Ja, erst hinterher ist man schlauer. Na, der 13. PC. Also Top 10 wäre locker drin gewesen. P12 überhole ich doch theoretisch jetzt noch, oder? 13. Da bin ich noch geworden am Ende. Aber bin ich damit echt nochmal losgefahren? Oh doch, ziemlich repariert, wieder losgefahren. Ja, Race ist over. 13. Lief nicht so, ne? Ja, ist ein Race halt noch nicht drin, ne? Dann melde ich mich jetzt das nächste Mal noch an. Ich denke, eins fahren wir noch. Ja, mein Rating ist von 2,49 auf 2,37 und mein I-Rating auch. Doch, halt um die 5. Ja. Oh, okay. 5,99 geht noch. Aber. Nein, das hier wäre drin gewesen.
Wegen ihm haben wir ihn ja verloren. Naja, naja. Was hören wir noch? Passiert halt. Racing. Dann melden wir uns doch für das nächste Ding an und trainieren noch ein bisschen. Würde ich vorschlagen. Damit wir das sauber hinkriegen. Nein. Das hätte. Hätte. Ja. Auf jeden Fall, trotz des ganz gut geschwitzt. Also ich fand, wir hatten waren schön eng immer dran. In den meisten Passagen. Konnten uns wieder rankämpfen. Haben und hier und da. Ich wollte attackieren, aber naja. Und beim Start habe ich. Ich dachte, die bremsen halt wieder und dann kommt es halt wieder zu so einem Rückstau und dann wollte ich nicht, dass er hinten mir reinfährt. Hat er schön Lichttube gegeben, dass ich einen riesen Abstand hatte. Ja, die Starts, die muss ich definitiv üben. Aber da haben wir ja einen Platz verloren und dann haben wir uns relativ schnell einen Platz rückerkämpft. Und immer positiv, dass wir raus sind, nochmal. Sind nach unten. Das Safety Rating war dadurch nicht vielleicht gerade besser, aber wir haben nicht so viel Eye Rating verloren. Wenn man nächstes Ziel mal so sagen, wenn ich auf die 2K kommen will, was ich denke, ich schaffen sollte, dass ich von meinem Können her dahin komme. Wenn nicht, muss ich viel trainieren, um dahin zu kommen. Aber ich will auch eher höhere Klassen fahren, dass ich nicht nur den Ferrari Challenge habe, sondern eine allgemein GT3 Serie mitfahren kann. Und da sollte man, glaube ich, auch schon so am besten so eine B-Lizenz haben. Weil erstmal müssen wir halt die C kriegen. Das ist halt nicht, wann das genau gebunden ist beim Rookie, war es ja, du musst nur 2 Rennen fahren und über 3er Safety Rating kommen. Dafür brauchst du meistens 3 Rennen ohne Inzidenz. Vielleicht klappt auch 2 ohne Inzidenz, also ich habe 3 gebraucht, weil ich beim Speck hatte 0,7K. 0,3. 1,1 Safety Rating, ey, der ist doch. 8, aber C 1,1. Also, ich war schon wieder bei Rookie 1,1. Also C 1,1 ist ja eigentlich immer noch besser als D 2,3, was wir haben. Nächstes Rennen darauf fokussieren. Vielleicht ein bisschen Eye Rating wieder zu machen, aber hauptsächlich Safety Rating ist jetzt am Anfang viel, viel wichtiger, finde ich. Warum knackt meine Base gefühlt, wenn ich da einlenke? Das ist die Schaltwippe. Ich glaube, die Schaltwippe. Mit wenig Kurvengeschwindigkeit raus.
Ah, ja, genau, nicht den Rasen mitnehmen. Exzellent. Das ist schon auf Track. Okay. Da muss ich echt weiter runter stehen. Ach Gott, was für ein Spitzengewicht bin da reingeduckelt. Wäre ja mal gar nichts. Viel zu eng. Nee, da muss ich einen besseren Winkel rauskommen. Haben wir zum Glück hier noch 20 Minuten bis zum nächsten Rennen. Weil wir in der höheren Klasse sind, gibt es wahrscheinlich auch mehrere. Wo ein schneller dann fahren kann und nicht so lange Wartezeit noch hat. Ah, positive Sehen. Hauptsache fahren, 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 Erfahrung sammeln. Ich habe praktisch mal in solchen Trainingseinheiten nicht nur Safety Rating verliert, aber ich krieg für die gefahrene Strecke, die man hat. Zwar nur so anteilig, wie man vielleicht was verliert. Das wäre auch cool. Oder noch minimaler. Dass du trotzdem theoretisch nicht nichts mehr verlierst als gewinnst, aber pro Runde dann wäre da auch nicht schlecht. Ich glaube dann zu viele das was ausnutzen, um nur Safety Rating zu fahren. Man muss halt wieder Rundenzeit-Goals setzen, oder? Was du suggerierst, ey, du warst wirklich schnell unterwegs. Wieder zu schnell. Mir ist so schön slow in, fast out. Muss ich in den so einigen Proben noch hinkriegen. Lieber langsamer rein und schneller raus. Vor allem vor der Straight. Dann muss der Exit halt richtig sitzen.
In der ganzen Probe war ich leicht am Rutschen. Oh, viel früher einlenken. Dass er zu viel schneller war, weiß ich auch nicht. So schnell spitz. Der Exit will nicht. Wird raustragen lassen. Das ist 2 Minuten 3.
Müsste vielleicht das Force Feedback ein bisschen unterstellen, das klippt oben ganz schön auf die Fläche. Und daher auch dieses gefühlte Knacken, was ich jetzt im Gefühl habe. Ja. Exit. Wie war der besser? Ja, ich früher schon ans Gas gehen können. Jetzt Runde 6, jetzt machen wir noch Runde 7. Dann haben wir ungefähr das echte Rennen. Distanz. Oder es waren 8 Runden. Na komm. Noch einen schlechteren ersten Sektor kann man gar nicht haben, ey. Vielleicht muss ich da auch ein bisschen weiter ausholen. Okay, mal raus und testen es mal aus, ja?
Es knackt schon mal nicht mehr. Das ist so schön, dass es schon nicht mehr so hart das Lenkrad. Noch da. Okay, können wir es auch wieder ein bisschen hochstellen. Oh, 99 schon registriert. Es gibt ein paar Splits. Richtig. Safety Rating. Sieben schon. Kompletter Käse. Wow. In 2 Minuten geht das Rennen los.
2-2-1-2. Jawohl. Race. Let's go. Ja. Mal gucken, wo wir jetzt im Qualifying landen. Wenn ich im hinteren Pulk bin. Also ich will schon richtig racen. Ich will eigentlich nicht aus der Box starten, um Safety Rating zu fahren. Würde das I-Rating drunter leiden, aber es wäre halt leicht zielführender. Und wie wir gesehen haben, habe ich einige Plätze gut gemacht am Ende nochmal. Obwohl ich 2 Minuten an der Box war, wäre ich nicht 2 Minuten an der Box gewesen. Wäre der Crash gar nicht gewesen, ne? Aber naja. Weiß ja nie, was passiert. Weil es am Anfang ziemlich, fand ich noch, human zugeht. So. Sehr schön. Jetzt nicht mehr starten. Entry ist mal den Alter. Setting. Division. Wir sind Division 5. Wow. Okay. 3. Mein 31, okay. Ich hatte gerade mein Ding geht so. 550? Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber gut. Ach, weil. Jupp. Ja, okay. Können wir mal gucken. Was? Oh, nur jetzt. Okay. Ich bin gespannt. Graham McDonald hat mein. Nein, mit einer 4,5. Wie krass. Und 1,3er Rating. Also, man kann Safety Rating noch pushen, aber ich glaube, wir sollten uns dann gut tun. PC Ausrufezeichen. Aber Love Launch steht. Warum steht mein Qualifying-Ding vom letzten Mal nicht drin? Ich muss mich auch mal ein bisschen kundig machen, was das noch mit den Divisions und sonstigen Kram alles auf sich hat. Also was Blitz sind, weiß ich. Aber die Divisions? Werden die was aussagen?
Kurz Konzentration, deswegen rede ich nicht. Shit. Habe ich noch was liegen lassen? Zwei, eins, neun, okay. Ah, shit, nicht in den ersten Gang geschaltet. Den Start hätte ich nicht hingekriegt. Ah, ich habe heute meine zweite Runde jetzt schon richtig verkackt. Ah, P3 aktuell. Bin begeistert. Den letzten Teil nicht verkackt, ich glaube ich sogar P2. Nein! Ich hätte so viel Zeit gut gemacht, wäre ich da nicht so weggerutscht. Ich hätte etwas stärker gebremst. Ärgerlich. Ja, steckt man halt nicht drin, ne? Dann muss ich enger rumkommen, damit ich gehen kann, besser nehmen kann, hier schneller durchzuziehen. P4. Oh.
Ja, die beiden fahren eigentlich, ich muss sie wegziehen. Aber hey, die vier finde ich gar nicht mal so schlecht. Mobile, ja. Die 13 bis hat niemand eine Zeit gesetzt. Die Röntgenmesser sind auch relativ nah, oder? One to go, next time by. Line up on the left side. Closed, pit road is closed. Mächtig Hebel kriegt plus 60 Rating gerade aktuell. Ich weiß das nicht, ob ich hier stehe, sondern List B2. Ah, mal gucken, wie es läuft. So, allmählich mal alle reinkommen. B6 fehlt wohl noch. Ich krieg, da ist schon 5x, ey. Contact am Start da. Wie gestartet sind, wie sonst was. Okay.
Warum ist die Karre jetzt da gerutscht? Das verstehe ich nicht. Richtiger Train vor mir. Die 9. Nee, warte, bin ich gar nicht. Die 12 bin ich. Was für ein dummer Fehler mir da passiert ist. Schon wieder 8x, das regt mich am meisten auf. Ja, genau, dreh da noch weiter rein. Zwölf X, ey, Safety Rating AD hier. Was ich nicht von DQ kriege.
13x, meine Herren. Scheiße. Ich kriege auch plus 8 Rating, wenn ich hier bleibe auf der Position. Ich muss also leicht nach rechts lenken, um geradeaus zu fahren. Okay, kein Cut. Da, kein X. Wird schon wieder mit minus 0, irgendwas. Alles über 10 ist schlecht. Alles unter 5 ist gut. Ach, ärgert das mit dem Kontakt so, ey. Dann viel unnötiger, aber trotzdem wäre ich dann bei 9. Einmal vom Kontakt. Warum drehe ich mich auch genau bei in den, wo ich auf Platz 4 bin? Aber weg. Komm schon. Na, ich verliere mittlerweile mindestens zwei bei der Formel hier. Na super. Wenn die sich nicht da vorne irgendwie nochmal rauskegeln oder so.
Bäumen habe ich nach meinem Dreher keinen zerstört. Nein, nein, nein! Warum dreht er sich so? Okay, ich kann verstehen, weil Real außer Alignment ist okay, warum er dann so ein bisschen krass eindreht, aber wie beim ersten Dreh, den habe ich überhaupt nicht verstanden. Hört's ja natürlich. Bitte nicht. Danke. Ohne zu drehen. Ohne Drift. Okay, kann doch sein, dass ich meine Reifen ja dann mit dem einen Dreh auch vollkommen gekillt habe. Jetzt gucken wir uns mal rein. Na ja, gut, er ist halt auf der weichen Linie. So. Da habe ich schon nicht sofort angefangen. Gut. Ja. Habe ich eindeutig mal vielleicht. Das Einlenken müssen wir jetzt ein bisschen weiter aufhaben müssen. Nein. Der sendet das richtig hart rein.
Und so wieder. Hat ja auch einen Inside-Verdächtig, gut, der hat vorne das am Lenker abgefällt. Was steht da noch gerade? Also. Lief doch eigentlich. Der hinter mir? Das liegt nicht da über den Hügel. Warum? Wäre dann gleich das angezeigt. Ah ja, voll die Bremse schon. Ist nicht voll. Genau. Hinterher hier. Hier erstmal wieder aufgeholt, da hat sich ja der eine weggedreht gehabt. Ja, aber ja, ich habe ihn berührt, das sehe ich ein, aber viel enger hätte ich auch nicht fahren können. War hier voll am Lenken. Er hat halt stark zugezogen. Dann habe ich ihn berührt und dann. Dann haben die sich gegenseitig abgefahren. Da war mein Wheel aus Alignment. Auf mich zurück. Ja, zurück auf mich da. So. Ja. Left. Right. Rear. Beste eigentlich. Ja, da sieht es damaged aus. Ich habe links eigentlich berührt. Und irgendwo kommt dann die Power drauf. Sieben. So, bis dann vorkommen. Jo. Angebremst und habe ich voll erst gebremst. Eigentlich normal. Ah, da habe ich auf jeden Fall schwarze Balken reingezogen. Bin ich jetzt hier? Ah, nee. Oder war so frei. Die Maus muss weg.
Kann man doch, wenn wir mal irgendwann an Setups arbeiten. Screensaver. Ja, irgendwie helfen die beiden Rennen nicht so, ne? Ich gucke, Results, ja. Oh, 0, oh, nur 0,02 runter, okay, minus 2. Das sind viel zu viel. So, das müsste ich haben. Das, ja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber kann man nichts machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, folgt mir doch gerne. Dann kriegt ihr mit, wenn ich wieder online gehe. Und versuche, mein Rating wieder aufzubauen und nicht als abzubauen. Alles klar. Schönen Abend noch. Haut rein.